Oh Gott, einfach nur. Also, dieses ganze Segment hätte diesen Film eigentlich komplett zerstören können. Das, ja. Dass die Befürchtung hatten wir zu dem Zeitpunkt, das Gefühl hatten wir, aber es ist zum Glück nicht ganz so weit gekommen. Eine gute Stelle, die dabei war, dass Marie wird das Kleid gegeben von der Obermutti und Marie hat auch mittlerweile ihre Schwester wiedergefunden und die Marie hält auch einen Golfschläger in der Hand und hält den zum Schlag quasi erhoben gegen die Obermutti dann. Und ihre Schwester steht dahinter und sagt, los Marie, schlag zu dann halt. Aber Marie schlägt nicht zu. In diesem Moment könnte man denken, dass Marie darüber nachdenkt, ob sie nicht dieses unsichere Leben draußen in der prallen, heißen Sonne gegen eine einigermaßen gesicherte Existenz in dieser kannibalistischen Bauernfamilie aufgeben soll. Das ist eigentlich eine gesicherte Existenz in einer kannibalistischen Familie. Aber könnte man halt überlegen. Aber ich weiß nicht, ob ich da vielleicht dem Film ein bisschen zu viel anrechne oder sowas, vor allem, weil das irgendwie nicht weiter aufgerollt wird. Sie entscheidet sich natürlich dagegen, sie schmeißt irgendwie bei diesem Essen den Teller weg, sie versucht zu fliehen, alles und schafft es dann irgendwie auch noch die anderen Gefangenen zu befreien und ab da wird der Film auch wieder gut halt für die letzten 10 bis 15 Minuten, die das dann noch da abgeht. Also erstmal, wenn da die ganzen Menschen die brechen die Tore von dem Stall auf von innen quasi und werden dann gleich von diesem gleißenden Sonnenlicht erfangen, was ein bisschen vielleicht auch eine Erlösungssymbolik ist. eine Erlösungssymbolik vielleicht darstellen könnte oder sowas. Das ist auf jeden Fall sehr gut gemacht, wie sie dann alle flüchten und noch verfolgt werden von den Hofmitarbeitern und sowas. Einige werden auch wieder eingefangen und sowas, was ja ziemlich schlimm ist. Naja, und also sie schaffen es halt zum Schluss raus und wir finden den Film eigentlich gut bis auf dieses eine Segment. Das hat uns ein bisschen aufgeregt. Ja. Und wir haben auch so ein paar kleine Details. Also der Film ist sehr verwackelt, halt mit sehr viel Wackelkamera, auch in ruhigen Stellen, was ich immer sehr unnötig finde. Und ich mag es auch nicht, ehrlich gesagt, wenn eine Kamera innerhalb eines Bruchteils von einer Sekunde eben ganz schnell ranzoomt an etwas und dabei weiter wackelt und dann so wisch daran geht. Ich weiß nicht, es ist irgendwie seit ein paar Jahren in sehr vielen Filmen und Serien zu sehen und ich finde, J.J. Abrams setzt das total oft ein und es geht mir so auf den Senkel einfach nur. Und das war auch in dem Film zu finden. Nicht so penetrant unbedingt, meiner Meinung nach. Also die meiste Zeit fiel es eigentlich gar nicht störend auf. Mir schon. Mir nicht. Nur in wirklich einer Szene, wo man im Grunde gar nicht mitgekriegt hat, was passiert ist, die sind dann auch noch mal Ort unterwegs gewesen, das wurde zwischendurch geklaut von diesen Hinterwäldlern. Das haben sie sich ja wieder zurückgeklaut und dann die Flucht mit diesem Auto, die war einfach völlig hektisch verwackelt, man hat im Grunde kaum was mitbekommen. Ja. Also, das war's schon dann halt eigentlich. Und was auch noch ein nettes Detail ist eigentlich, in dem Auto ist ein CD-Player drin und entweder haben sie die CD gefunden oder es ist eine von Leonie oder Marie dann halt. Da steht Abimix drauf und da drauf ist 99 Luftballons von Nena. Und das ist eigentlich ziemlich blöd so, weil erstmal das Gefühl entsteht, dass die Filmemacher unbedingt nochmal ausdrücken wollten, das ist ein deutscher Film hier, darum wird auch deutsche Musik gespielt. 99 Luftballons, weil das hören die Jungs und Mädels im Jahr 2016 natürlich. Vor allem, diese CD wird dreimal in diesem Film gespielt, beziehungsweise angespielt. Und zwischendurch wird impliziert, dass diese CD schon wesentlich länger laufen muss. Ja, eben. Aber es läuft immer dieses eine Lied, also irgendwas ist da falsch. Ich weiß nicht, ob die eine sehr kurze Abi-Party hatten, wo der Abi-Mix eben etwas eintönig ausgefallen ist, aber 12 Titel, ein Lied. Oder vielleicht halt, wie gesagt, dass die Hinterwelt, als sie das Auto geklaut haben, dann so, oh cool, Nena, nochmal, Wiederholung. Aber auf jeden Fall, das ist auch noch aufgefallen, so, das ist ein deutscher Film, also läuft Nena dort. Aber wie gesagt, also es gibt sehr viele positiven Sachen. Auch zum Beispiel, wir beide sind überhaupt keine Rassisten oder Nationalisten, aber die ersten Opfer der Hinterwäldler waren Franzosen! Bam! Okay, Entschuldigung an alle deutsch sprechenden Franzosen, hier an alle Franzosen überhaupt. Aber wir müssen auch Klischees erfüllen. Genau, wir müssen auch Klischees erfüllen. Dafür werden wir bezahlt.
Hoffe ich. Davon träumst du. Ja. Was ich noch cool fand an der Farbdramaturgie war, dass die Nachtszenen, also beide, sowohl nachts als auch tags war es sehr ausgewaschen und nachts war es eher so, als ob es Dämmerung wäre. Also als ob die Sonne eigentlich gar nicht richtig weg wäre und es doch noch immer hell wäre. Also wie im Sommer eigentlich, so wenn man das Gefühl hat, es wird die ganze Nacht nicht dunkel irgendwie. Und das fand ich eigentlich auch ziemlich gut eigentlich noch. Was ich da nur witzig fand, anscheinend konnten einige Leute trotz dieser bleibenden Helligkeit sie nicht sehen oder so. Ja. Dann halt, das ist zum Beispiel im Wald oder sowas, als sie sich versteckt haben. Hinter einem 3 Meter vorbei. Laublosen Strauch, etwa 20 Zentimeter hoch, aber sie wurden nicht gesehen. Ja. Das ist mir eben nochmal eingefallen. Beleuchtung und alles, also ziemlich gut gemacht. Und was auch schön ist, dass man halt rundum merkt eigentlich, dass dieser Film auch in Deutschland gedreht wurde und deutsches Genre-Kino ist, weil zum Beispiel Kofferraum des Autos wird aufgemacht, erstmal ist ein deutsches Kennzeichen hinten dran und dann im Kofferraum stehen irgendwelche Tüten von Ja, irgendwas drin. Dann natürlich haben wir Rewe eingekauft. Schleichwerbung oder sowas. Nein, und sowas zum Beispiel dann halt, oder die Wälder auch, die Straßen, das sieht einfach, es ist mal immer schön, dass man auch eine gewisse Beziehung dazu aufbauen kann. Und es nicht immer so losgelöst ist wie zum Beispiel in amerikanischen oder australischen Filmen dann halt, wo es fast schon eine gewisse Exotik eigentlich an sich hat eigentlich. Ja. So. Weil australische Straßen sehen anders aus als deutsche Straßen. Allein am Anfang die Autobahn. Man hat nicht gesehen, was auf diesem Schild stand, weil man es nur von hinten gesehen hat, aber es war ein typisch deutsches Autobahnschild. Ja, genau. Wie man es schon tausendmal gesehen hat, nur halt auf einer zerstörten Autobahn dann einfach. Also. Und das ist schon gut. Und wie gesagt, es ist mal schön, irgendwie was anderes aus Deutschland zu sehen, als immer nur Krimis oder Tragödien oder Komödien mit Til Schweiger. Til Schweiger hätte ich heute auch gucken können, King Arthur lief. Was ich allerdings etwas, etwas störend finde, was aber auch typisch für den deutschen Film ist. Die Autos, die gezeigt wurden, waren 1990 schon alt. Und dieser Film spielt 2016. Es ist einfach so typisch für den deutschen Film, dass Autos, die irgendwie kaputt oder beschädigt sind, dass man da alte Autos nimmt, die man für 500 Euro gebraucht kaufen kann. Das ist ja. Zusammen mit Nena könnte man sagen, vielleicht, dass der Film irgendwie Anfang der 90er irgendwie, die Zeit im Film ist Anfang der 90er stehen geblieben oder sowas. Es gibt keine iPods oder iPhones, nirgendwo hat man irgendwie einen zerfallenen Laptop oder sowas gesehen. Ne? Also, okay, hat es wohl alles nicht gegeben oder so. Ne? Ja, der Film ist etwas in der Zeit stehen. Ein bisschen anachronistisch, aber okay. Vielleicht gehört das auch ein bisschen zum Look dazu und sowas. Und der Look ist einfach gut. Also die Bilder sehen verdammt gut aus, einige. Und zum Beispiel gibt es da ein Bild, wo sie durch einen Eisenbahntunnel geht oder an einen Eisenbahntunnel heran. Und das sind einfach wunderbare Bilder dann halt mit einem mehr oder weniger blätterlosen, laublosen Wald dann daneben und sowas. Und das... in diesen ausgewaschenen Farben, das sieht meiner Meinung nach echt toll aus, also und echt, ja, hoffnungslos auch in gewisser Art und Weise. Ja. Ja. Damit, glaube ich, haben wir auch bald alles abgehakt eigentlich, was wir zu sagen haben, ne? Ja. Klar. Im Großen und Ganzen würde ich mir eigentlich wünschen, dass viele Leute sich den Film wenigstens ansehen oder wenigstens eine Kinokarte zahlen. Wir hatten noch zwei Leute, die sind irgendwie nach 30 Minuten rausgegangen, weil es denen zu langweilig wurde. Der ist zu Anfang ein bisschen träge erzählt. Ja, am Anfang ist wirklich... Er kommt langsam in Fahrt. Das ist ja. Aber die sind halt rausgegangen. Also kaufen und haben aber noch gerufen, Mann, ist doch langweilig. Genau, ja. In der Hoffnung, dass weitere aufstehen. Genau. Aber... kauft wenigstens die Kinokarte oder sowas, weil selbst wenn dieser Film euch nicht gefällt oder sowas und ihr ihn scheißen langweilig findet, ist es immerhin, könnt ihr damit beweisen, dass ihr vielleicht mehr Genrefilme in Deutschland sehen wollt oder sowas, weil, wie gesagt, also ich denke, es wird rausgekommen sein, dass wir beide ein bisschen genug davon haben, immer das Gleiche im Fernsehen zu sehen dann. Und ein RTL Eventkino zielt nicht als Genrefilm.
auch wenn es irgendwie Untergang der Hindenburg oder so ein Kram ist oder was auch immer. Hindenburg oder, ist abgestürzt, nicht Untergang. Oder Bermuda Dreieck Nordsee oder sowas. Nein, das sind keine Genre-Movies. Nein. Und dass wir vielleicht in Deutschland auch mal irgendwie wie Inside Science Fiction oder Vampire, Zombies, was auch immer sehen dann. Also das bei den Briten klappt das, bei den Franzosen klappt das dann auch. Bei den Briten klappt das sehr gut, finde ich. Also, ja. Und es gibt bestimmt einen Markt dafür, einfach auch im Ausland dann sowas, weil auch die Amerikaner, die satt immer nur Filme über ihre eigenen Städte zu sehen, sage ich jetzt mal so. Und es sind eher die Firmen, Filmstudios, die meinen, irgendwie man müsste Filme, ausländische Filme nochmal für den eigenen Markt anpassen oder sowas. Aber es gibt ein Interesse, es gibt einen Markt dafür halt. Und,